Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe im letzten Video erwähnt, dass mir mein Kleiderschrank momentan so ein bisschen zu langweilig geworden ist und dass ich Lust hätte, mal wieder mich ein bisschen mehr auszudrücken mit Kleidung. Aber da ich Minimalistin bin, will ich natürlich nichts unversucht lassen, um das meiste aus meinem Kleiderschrank rauszuholen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, in diesem Video ein paar Outfits zu kreieren, die ich so noch nie getragen habe. Und ich hoffe, das Video inspiriert euch ein bisschen. Und wir starten direkt. Hi, ich bin Agnes und Anfang 2022 mit meinem Hund und meinem Mann nach Chile ausgewandert. Wir sind Minimalisten und auf meinem Kanal geht es darum, viele Abenteuer zu erleben, das Leben jeden Tag ein Stückchen besser zu machen und dabei keinen unnötigen Ballast mitzunehmen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und los geht das Abenteuer. Willkommen zu Tag 1. Heute ist Mittwoch und ich bin zum Frühstücken verabredet mit meiner Freundin um 9 Uhr. Da hat gerade ein Kind ganz doll genossen im Flur. Jedenfalls Tag 1 der Outfits, die ich so noch nie anhatte, um aus mir rauszukommen. Und heute habe ich tatsächlich meinen Malerkittel an, beziehungsweise es ist ein beiger Boilersuit von Mango, den ich vor ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr gekauft habe und erst einmal anhatte. Und er hat meinem Mann nicht so gut gefallen, was an sich mich nicht wirklich stört, aber in dem Fall irgendwie schon. Nicht, weil es ihm nicht gefällt, sondern wegen dem, was er gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, ich sehe aus wie Elvis, weil Elvis hat ja auch immer so einen weißen Anzug an. Normalerweise, wenn ich jetzt einen Top habe oder so und das gefällt ihm nicht oder was auch immer, ist mir völlig scheißegal. Aber dieser Elvis-Vergleich, der hat irgendwie den Unterschied gemacht. Aber weil ich nicht will, dass dieser Einteiler im Schrank versauert, habe ich den jetzt direkt für Tag 1 ausgewählt. Ein Grund, warum ich den auch super selten anziehe, ist, weil es natürlich auch eine weiße Hose ist oder beige. Und jedes Mal, wenn ich mit Hund unterwegs bin, besteht natürlich das Risiko, dass da ein ziemlich fetter Fleck drauf kommt. Das ist natürlich bei allen Hosen so, aber bei einer weißen sieht man es halt. Also mal gucken, ob diese Overall weiß zurück nach Hause kommt. Kann man das jetzt so gut sehen? Ich hoffe. Also das ist der Overall von Mango. Der ist komplett aus Jeansstoff und hat überall Knöpfe. Und wenn wir im Café sind, dann werde ich die Ärmel hochkrempeln bis hierhin. Aber mit hochgekrempelten Ärmeln passe ich nicht in meine Lederjacke. Deswegen habe ich sie gerade noch unten. Und der Overall hat gerade geschnittene Beine. Ich habe vor, meine Stiefel von Buffalo dazu anzuziehen. Ich habe einen schwarzen Turtleneck-Pullover oder Shirt drunter und diese Lederjacke von Zara, das heißt schwarz-weiß. Meine Freundin, mit der ich heute ins Café gehe, ihre Outfits sind immer absolut on point. Sie hat auch ja ein eigenes Fashion-Label. Das ist die Freundin, von der ich die gelbe Winterjacke gekauft habe. Hallo, hier bin ich wieder zu Hause und es hat sich jetzt total aufgeheizt. Ich war jetzt länger unterwegs als gedacht. Es ist jetzt schon 13 Uhr und inzwischen hat es 20 Grad und weil ich diesen Pullover hier drunter hatte, ist mir ganz schön heiß geworden. Aber alles gut. Mein Hund hat den Overall total dreckig gemacht. Hier und hier. Ich hoffe, das kann man sehen auf der Kamera. Ich muss sagen, hat sich gut angefühlt. Hat sich gut angefühlt, mal ein etwas ausgefalleneres Outfit anzuhaben. Meine Freundin hat der Overall sehr gut gefallen und sie hat mir Zuspruch gegeben, was ich sehr schön finde. Jetzt werde ich diesen Overall ausziehen, weil er dreckig ist und weil es heiß ist. Und werden was anderes wechseln. Und morgen gibt es das nächste extravagante Outfit. Mal schauen. Hi Leute, heute ist Tag 2 und heute beschäftige ich mich mit der Schrankleiche, die dieser Blazer ist. Eigentlich ist es voll gemein, das als Schrankleiche zu bezeichnen. Ich habe den in Deutschland schon oft angehabt in der Arbeit, aber seitdem ich nicht mehr ins Büro gehe, ja, irgendwie nicht mehr. Wen wundert's? Ich habe ihn jetzt mal angezogen mit dem einzigen weißen Langarm-Shirt, das ich benutze und mit meiner Mom-Jeans von Armed Angels. Und dann werde ich gleich noch meine weißen Turnschuhe dazu anziehen. Außerdem habe ich auch eine Lippenstiftleiche und zwar einen Lippenstift, den ich mitgebracht habe aus Deutschland und glaube ich in Chile noch einmal, glaube ich, anhatte oder aufgetragen habe.
Das war früher ein PR-Sample von L'Oreal. Das ist dieser hier, Ultra Matte Liquid Lipstick Las Macrons in der Nummer 834 Infinity Spice, ein bisschen orange-mäßig. Und wir gehen jetzt gleich auf eine Fonda, das ist sowas ähnliches wie eine Kirchweih, ein Rummel zum Nationalfeiertag, da gibt es verschiedene in der Stadt. Und wir schauen uns jetzt einmal eine an und das ist das Outfit. Mein einziges Problem ist gerade, dass ich mir nicht sicher bin, ob das warm genug ist. Und es ist ein bisschen schwierig, es über einen Blazer noch eine Jacke drüber anzuziehen. Mal gucken. Muss ich gleich nochmal ins Wetter schauen und so und auf den Balkon gehen, wie viel Grad es wirklich hat. So. Doppelt betrogen. Ja, schon. Okay, also hier haben wir das ganze Outfit. Ich habe die weißen Sneaker dazu an, die ich hier in Chile gekauft habe. Den Mongolei-Mantel über diesen Blazer, weil ich das Gefühl habe, es ist nicht warm genug. Es hat, was hast du gesagt, 16 Grad, ne? Ja. 16 Grad ist nicht sehr warm. Ansonsten, das ist die Jeans und ansonsten könnt ihr noch die schöne tote Pflanze sehen. Hallo zu Tag Nummer 3. Heute war echt schwierig, denn heute ist es richtig kalt und ich dachte so, ja okay, ich muss einen dicken Pulli anziehen, davon habe ich 4, glaube ich, oder vielleicht 5. Ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich, wenn ihr mein Inventurvideo gesehen habt. Und dann dachte ich so, naja, ich hatte halt alle diese Pullis 100-mal an diesen Winter und auch mit jeder Jeans. Also ich kann kein neues Outfit draus machen. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich vielleicht an der Hose etwas ändern kann und habe tatsächlich ein Kleidchen drunter gezogen, das ich auch schon ewig nicht mehr anhatte. Und dazu werde ich jetzt noch diese Stiefel hier von Buffalo anziehen und dann habe ich mein Stirnband und dann werde ich meine gelbe Jacke bzw. meinen gelben Mantel anziehen und dann werde ich hoffentlich nicht frieren. Mal gucken. Es kann sogar sein, dass es heute regnet auf der Fonda. Und ich hoffe sehr, dass wir trockenen Fußes wieder nach Hause kommen. Außerdem habe ich mal was anderes mit meinen Haaren gemacht. Gucken wir mal. Also ich zeige euch jetzt nochmal das Outfit im Ganzen. So, bin ich jetzt weit genug weg? Ich glaube schon. Also das ist irgendwie so ein bisschen dieser Skaterrock. Ein Throwback zu den Outfits, wie ich sie früher gern getragen habe. Ich habe hier einen Gürtel drunter, um den Pulli sozusagen reinzustecken. Und das Kleid selber ist so ein Skaterrock-Kleid mit Cutouts. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz süß aus mit dem Pulli. Also kann man auf alle Fälle anziehen. So. So, jetzt drüber. Ja. Yay! Definitiv was, was ich normalerweise so nicht anziehe, aber darum geht's ja. So, dann ziehen wir mal noch den Mantel an. Oh, feeling cute. Ich würde sagen, Aufgabe erfolgreich gelöst. Hallo und herzlich willkommen zu Tag 4. Es wird nicht gerade einfacher. Heute ist ein sonniger Tag, Gott sei Dank. Immer noch kalt, aber sonnig und deswegen dachte ich, mache ich heute mal ein Outfit mit meinem am wenigsten getragenen T-Shirt und das ist das hier. Der Grund dafür, dass ich es so selten trage, ist, dass es ein Turtleneck ist und ich normalerweise immer so dicke Pullis anhabe in letzter Zeit, weil es so kalt ist und das passt dann irgendwie nicht oder stört dann irgendwie, aber heute könnte ich mir vorstellen, dass wir das mit einem anderen, leichteren Drüberziehteil kombinieren können. Also mal schauen. Tja, da ist das T-Shirt. Eine Sache, die mir jetzt auch noch aufgefallen ist, warum ich es nicht so gerne trage, ist, weil es dadurch, dass es ein weißes, enges T-Shirt ist, mich dazu zwingt, einen BH zu tragen und ich normalerweise keine BHs mehr trage. Aber okay, wir machen es jetzt mal für den Zweck dieses T-Shirts und ich habe keinerlei Idee, mit was ich das kombinieren könnte, mit dem ich es noch nie kombiniert habe. Deswegen schaue ich jetzt mal in Instagram und Pinterest, ob ich irgendwelche Outfit-Inspos finde. Das hier ist ein Outfit, das ich echt ziemlich cool finde. Es ist ein mintgrüner Blazer und eine helle Jeans und weiße Turnschuhe. Aber ich habe keinen Blazer in der Farbe oder kein Oberteil in der Farbe, glaube ich. Also es gibt natürlich ganz viel so mit Jeans schwarz-schwarz oder mit schwarz-schwarz-beige und so. Aber irgendwie ist mir das doch ein bisschen zu langweilig. Hier haben wir auch noch wieder eine Kombi mit Grün. Also weiß, grün und Jeans, das scheint ganz gut zu klappen. Also nur um das Ganze mal ins Verhältnis zu rücken. Mein nächster Termin oder was ich heute machen werde, ist zum Tierarzt gehen. Und danach bin ich daheim, es hat draußen 5 Grad.
Und hier drin ist es auch nicht so super warm, dass ich jetzt nur im T-Shirt rumlaufen möchte. Also 5 Grad. Also ich habe jetzt doch was Grünes zum Layern gefunden. Und zwar wäre das Outfit dann das hier. Ich muss sagen, das Outfit finde ich ziemlich gut, aber das ist nichts, was ich jetzt draußen anziehen kann, weil dieser Poncho ist so groß und massig und hat ja keine Ärmel in dem Sinn, sondern es ist ja eigentlich nur eine Decke, dass ich da jetzt keine Jacke drüber ziehen kann. Also der ist einfach zu voluminös. Deswegen werde ich mir dieses Outfit merken und vielleicht auch zu Hause jetzt dann tragen. Aber wenn ich aus dem Haus gehe, dann werde ich den Poncho wechseln zu einem Blazer. Und dann ist das hier mein Outfit und das ist nicht neu, das habe ich schon öfter so angehabt, aber es ist halt jetzt gerade irgendwie die einzige sinnvolle Möglichkeit, dieses Top draußen anzuziehen, ohne zu frieren. Aber der Poncho, das Outfit ist notiert hier oben. Hallo, herzlich willkommen zu Tag 5. Das heutige Outfit ist mal für einen etwas anderen Anlass. Ich bin mit meiner Freundin und ihrer Schwester verabredet zum Ausgehen. Unsere drei Männer spielen nämlich heute Abend zusammen Fußball und wir gehen währenddessen in eine Bar. Und ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von dem anderen Outfit, was ich letztens anhatte mit dem Kleid. Und ich habe hier noch ein anderes Kleid, das hatte ich noch nie an. Das habe ich mir vor Chile gekauft. Und das ist das hier, komplett gerade geschnitten und nur ein Schlitz hier bis zum Knie. Ich habe eine schwarze Strumpfhose drüber und jetzt versuche ich mal, das Ganze noch ein bisschen wärmer zu gestalten. Ich probiere jetzt mal mit dieser Bluse drüber, wie das dann aussieht und vielleicht noch mit dem Gürtel. Immer noch nicht wahnsinnig warm, aber mit Mantel geht es dann wahrscheinlich. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es bei dieser Bluse bleibt oder ob ich doch noch einen anderen Pulli drüber ziehe. Andererseits ist das Problem, dass dieses Kleid sehr hoch geschnitten ist im Kragen. Das heißt, Oberteil, also Langarm-Shirt mit Ausschnitt geht nicht. Ich hatte da nämlich eigentlich ein beiges im Kopf, aber das hat so einen großen Ausschnitt. Das heißt, es bleibt eigentlich nur entweder das oder ein schwarzer Rollkragenpulli sozusagen. Mal gucken. Das ist mir hier noch zu locker, vielleicht mit Gürtel? Ich finde es nicht so schlecht, aber es ist, glaube ich, nicht das Richtige für Bar, weil dazu ist die Bluse irgendwie zu formal und dann ist ja hier oben das Kleid, das ist, glaube ich, nicht ganz das, was ich heute suche, also probieren wir mal was anderes noch. So, jetzt habe ich es mit einem schwarzen Turtleneck angezogen, das hört hier auf, aber irgendwie ist mir das auch ein wenig langweilig. Weil dann ist hier die Kante, weiß nicht, das ist, glaube ich, auch noch nicht. Okay, ich glaube, ich hab's. Pink ist es. Pink ist es. Die Combination. Sauerkrautbrücke. Ja, ich habe gerade zu Max schon gesagt, ich schaue mir so streng aus, ne? Aber mit offenen Haaren hat es irgendwie auch nicht gepasst. Das ist wegen der Bluse, die braucht irgendwas Strenges. Dazu ein langer Mantel und Schuhe habe ich nicht so viel Auswahl, deswegen das würden, glaube ich, wieder meine Buffalo-Stiefel, um das Ganze wieder ein bisschen grungy zu machen. Mir ist aufgefallen, wir haben, also was heißt mir ist aufgefallen, das weiß ich schon die ganze Zeit, aber jetzt gerade stört es mich. Wir haben keinen Ganzkörperspiegel hier in der Wohnung. Ich glaube, da müssen wir mal einen besorgen, weil irgendwie, wenn ich so mit Outfits experimentiere, würde ich mich doch ganz gern mal im Ganzen sehen. Bei einem Kameradisplay, der ist so klein, no chance. Aber ich zeige es euch jetzt nochmal mit Mantel. Leute, ich wollte abschließend noch kurz ein paar Worte dazu loswerden. Ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen inspiriert, mal in eurem eigenen Kleiderschrank sozusagen shoppen zu gehen und mal auszuprobieren, Outfits zu kreieren, die ihr vorher so noch nie zusammengestellt habt, mit den Sachen, die ihr schon zu Hause habt. Mir hat das auf jeden Fall mega geholfen und ich will das auch in Zukunft weiterhin machen. Denn dadurch habe ich auf jeden Fall gelernt, was für Teile oder vor allen Dingen auch was für Basics mir in meinem Kleiderschrank fehlen, um die Outfits zu kreieren, die ich schön finde mit den Sachen, die ich schon habe. Und
um meine Klamotten ein bisschen vielseitiger einsetzen zu können. Ich habe auf jeden Fall das ein oder andere auf der Wunschliste jetzt, das ich so nicht ersetzen kann mit den Sachen, die ich habe. Und ich finde, es ist eine ganz tolle Methode, um seinen Stil weiterzuentwickeln, um zu lernen, was gefällt mir, welche Farben gefallen mir, welche Schnitte gefallen mir. Und in welche Richtung soll mein Stil überhaupt gehen? Das ist ein Thema, mit dem ich mich eigentlich irgendwie schon immer beschäftige. Aber ich muss trotzdem sagen, meinen Stil habe ich bisher noch nicht wirklich gefunden. Vor allen Dingen, weil ich halt jetzt auch keinen Office-Job mehr habe. Ich hatte vorher viel diesen Office-Stil und es hat mir auch sehr gut gefallen. Aber fürs Zuhausearbeiten funktioniert das für mich nicht, weil ich einfach hier bequem sein will. Und deswegen ist bei mir zumindest gerade alles wieder so ein bisschen im Umbruch. Und mal gucken, wo sich das Ganze hin entwickelt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare, welches der Outfits euer Lieblingsoutfit war und ob ihr vielleicht noch andere Ideen habt, wie ich die Sachen zusammen kombinieren kann. Außerdem würde mich interessieren, ob ihr in Zukunft noch mal Lust auf so ein Video hättet oder auf was Ähnliches. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dann!